Region Farsund und Lista liegt an Norwegens Südküste und bietet eine reiche Geschichte, beliebte Festivals und zahllose Wandermöglichkeiten. Von Farsund, naja, so begeistert war ich nicht, gibt es einen Aussichtspunkt mit Panoramablick. Das Einkaufszentrum kann sich allerdings hier sehen lassen. Die Natur ist hier sehr unterschiedlich und reicht von offener Landschaft über Berge bis hin zu geschützten Tälern mit dichten Wäldern. Farsund hat zudem insgesamt 10 Kilometer lange Sandstrände zu bieten, die ideal für Spaziergänge, Windsurfen, Kitesurfen und Wellenreiten sind. Aufgrund der reichen Flora und Fauna von Lista stehen aber viele Strände unter Schutz. Ich habe aber direkt am Wasser einen sehr schönen Übernachtungsplatz gefunden und freute mich schon auf meine Weiterfahrt Richtung Arendal. Im südnorwegischen Lachszentrum Kvasfossen, na, ob ich das richtig ausgesprochen habe, erlebt man unter anderem Norwegens längste Fischtreppe unter Tage. 220 Längenmeter und 20 Höhenmeter werden überwunden. Ein eindrucksvolles Ausstellungsgebäude über einer tiefen Schlucht, den Kvasfossen, als einer der schönsten Wasserfälle Südnorwegens. Kristiansand liegt an der Südküste Norwegens in Richtung des europäischen Festlandes und ist auf drei Seiten von Wasser umgeben. Obwohl das ganze Stadtzentrum nur einen Quadratkilometer groß ist, hat Kristiansand 112.000 Einwohner und ist Norwegens fünftgrößte Stadt. Die Kathedrale von Kristiansand, eine neugotische Kirche, wurde von Henrik Trappmeier entworfen und 1885 vollendet. Mit einer Gesamtlänge von 70 Metern und einer Breite von 39 Metern
ist sie eine der größten Kirchen des Landes. Eine Stunde östlich vom südnorwegischen Kristiansand entfernt liegt Arendal, wo alte Traditionen auf moderne Trends treffen. Leuchttürme, die Sturm und Wetter seit Jahrzehnten trotzen. Es werden Unterwassersafaris und ein Wissenszentrum angeboten. Da ich mehr an der Natur interessiert war, habe ich mich nach einem langen Tag auf einen ruhigen Standplatz zurückgezogen. In Norwegen findet man immer wieder wunderschöne Rastplätze. Kragerø gilt als eine Perle an der norwegischen Südküste. Die Stadt liegt auf einer Halbinsel zwischen Kilsfjord und Hellefjord im südlichsten Teil der Telemark. Dank der vorgelagerten großen Inseln gibt es in den Fjorden, die in der Nordsee münden, gute natürliche Bedingungen für geschützte Häfen. Um 1500 florierte der Umschlag von Holz. Der Reichtum der Stadt, die im Jahre 1666 das Stadtrecht erhielt, basierte auf der Ausfuhr von Holz, der Schifffahrt und dem Schiffsbau. Kragerø gehörte damals zu den größten Seehäfen Norwegens. Die zentralen Stadtteile Kragerøs sind gut erhalten geblieben. Sie liegen an einem steilen Hang am Fjord mit kleinen, sich windenden Straßen und alten Holzhäusern.